Hallo Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Eine Cosme darf ich Ihnen mal wieder anbieten. Und zwar handelt es sich diesmal um ein hervorragendes Modell in der Standardausführung. Und Sie sehen, das ganze Gewehr macht einen jungfräulichen Eindruck. Sie ist komplett in der italienischen Werkstatt gecheckt, geprüft und für gut befunden worden. Das Holz hat eine neue Politur bekommen und eine neue Abschlusskappe, die natürlich noch für den neuen Besitzer dann beledert werden kann. Das Schöne und das Seltene an diesem Gewehr ist, die italienischen Flinten sind üblicherweise relativ kurz im Schaft. Hier schien es wohl einen Vorbesitzer gegeben zu haben, der mindestens meine Größe hatte, denn die Schaftlänge ist hier bei 38 cm. Das macht sie natürlich absolut brauchbar für hochgewachsene Mitteleuropäer und der 70 cm lange Lauf hat auch noch Multi-Chokes. Gemini-Chokes sind verbaut worden, drei Stück sind vorhanden. Man kann damit Blei und Stahl verschießen. Bei den Stahlschoten sollte man natürlich dann die offenen Chokes verwenden. So, eine Cosmi habe ich schon oft vorgestellt. Ich will aber noch ganz kurz die Funktionen erklären. Und bevor es soweit ist, einmal ganz kurz einen Blick in das Innere einer Cosmi offenbaren. Alles in Ancona an der Adriaküste, liebevoll in Handarbeit hergestellt. Die Teile sind einzeln zusammengesteckt, also nicht verschraubt oder sonst wie verklebt, sondern alles gesteckt, nachdem sie von Hand poliert werden. In dem Lauf befindet sich der Verschlusskopf oder Schlitten, der mit diesem Löffel zurückgezogen wird, um das Patronenlager freizugeben. Die erste Patrone wird eingeführt, der Schlitten wieder nach vorne geschickt und somit ist der Lauf verriegelt. Wenn wir die Flinte jetzt schließen, ist sie immer noch nicht feuerbereit. Das ist das Schöne an der Cosmi, sondern wir haben hier den Hammer, der erst von Hand gespannt werden muss. Jetzt ist er gespannt und jetzt kann ich die Flinte schließen. Wenn ich dann aber noch die Sicherung zurücknehme, die den Abzug blockiert, kann ich immer noch nicht schießen, sondern erst dann, wenn entsichert wird, löst sich der Schuss. So viel zur Sicherheit. Das Magazin ist ein Röhrenmagazin, das hier vorne beginnt und über die gesamte Länge des Schaftes sich zieht. Wer die Sperre von zwei Patronen aufheben möchte, muss diesen kleinen Nupsi auf die andere Seite rüberschieben und kann das Röhrenmagazin dann mit sechs Patronen befüllen. Das heißt, 6 plus 1 mit 7 Patronen sollte man ganz klar der Chef am Ententeich sein. Wer dann wieder schnell entladen müsste und möchte, kann diesen Knopf drücken. Dadurch wird dann hier vor dem Auswurf aus dem Magazin die Sperre aufgehoben und britsch, die Patronen kommen wieder zum Vorschein. Das habe ich schön gemacht, ich weiß. Wenn man so eine Cosmi schließt, gibt es Leute, die hauen die einfach mit Schwung zu. Ich schließe sie so weit ich kann, greife dann in das System, ich zeige es von der anderen Seite und oben über den Lauf und drücke sie einfach zusammen. Das ist nicht ganz so martialisch. Und hört sich auch nicht ganz so schlimm an. Balanciert ist so eine Flinte natürlich sehr klar hecklastig, wenn das Magazin geladen ist, aber das persönlich gibt einem dann für den Lauf und für die Führhand die Möglichkeit, das Gewehr super zu führen. Wenn man sie zerlegen möchte, zeige ich auch das gerne ganz kurz. Die Schraube am Vorderschaft hat man klar gehört, hat dieses Klack, Klack, Klack. Wenn sie das nicht mehr hat, ist der Vorderschaft abnehmbar. Nun kommt eine Feder zum Vorschein und diese Feder ist immer abgestimmt auf die Vorladung der Schrotpatronen, die man verwendet. Das heißt, wer 36 Gramm Patronen verschießen möchte, braucht eine andere Feder als der, der nur 24 Gramm verschießen möchte, weil es ist hier kein Gasdruck-Rückstoßlader, sondern es ist einfach über den Impuls gesteuert und deshalb muss die Feder unterschiedlich stark sein. Ausgehängt wird das Ganze dann einfach auf der Welle, so dass wir also auch hier einen Laufhaken haben und beim Zusammenbau das ganze Spiel natürlich rückwärts. Das Laufbündel ganz vorsichtig in den Haken einschieben und dann ruhig nach vorne drücken. Und jetzt einfach wieder schließen. Vorderschaft aufsetzen, die Schraube leicht nach unten drücken und drehen, bis es wieder zu dem berühmten Klack kommt.
Sie hören das, da ist es. Und somit ist das Gewehr wieder funktionstüchtig zusammengebaut. Ich hoffe, dass die kleine Erklärung der Handhabung Ihnen Lust auf dieses Schmuckstück gemacht hat. Wenn man sich schießt, hat man ein bisschen ein Ratatatong an der Backe. Aber das gehört zu einer Cosmi dazu, macht sie nur noch charmanter. Ich finde diese Gewehre großartig. Gerade wenn man Gänse jagen möchte und einen Schof anfliegt, hat man natürlich mit 7 Patronen eindeutig bessere Karten, als wenn man nur 2 zur Verfügung hat. Die Beute ist größer, die Freude auch. Also, wenn eine Cosmi möchte, ran an den Speck. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe.